Guten Morgen, guten Morgen. Es ist Samstag, der 8. Juni. Wir haben 5.30 Uhr, die beste Zeit des Tages. Mein Name ist Christian Schlegel und in diesem Clip geht es nicht um eine Einzelaktienanalyse oder um eine DAX-Analyse, sondern um ein neues Signal im Trader Fox, was ich persönlich sehr, sehr wichtig finde. Der Martin König, das ist neben dem Simon Betschinger der Geschäftsführer von Trader Fox aus Reutlingen, hat mit mir jetzt eine ganze Zeit lang dran gearbeitet und seit gestern ist es publik. Und ich muss euch das unbedingt zeigen: Alle meine Schüler, die jemals bei mir auf einem Webinar, Seminar oder Einzelcoaching waren, die werden sich daran erinnern und die werden sehr dankbar sein, dass dieses Signal jetzt hier im Trader Fox drin ist. Es geht um die Slow Stochastic und ich will euch das mal zeigen anhand des Trader Wingmans. Weil da ist es nämlich drin. Ich hole das hier mal ein bisschen rüber. Ich gehe mal auf meine Einstellung, die ich gemacht habe beim Trader Fox und sage einfach: Zeig mir mal bitte die letzten 3 Tage. Ganz kurz zu meinen Einstellungen. Ich komme hier rein, habe hier meinen Christian, sage mir Signale, habe hier die Listen eingetragen, die mit den Signalen hinterlegt sind. Zeig mir das bitte mal auf dem Tageschart. So, und hier unten steht es jetzt drin. Stochastic Long, Stochastic Short, macht man Haken dran, speichert es aus die Maus. Wenn das dann kommt, kommen solche Listen hier. Da steht ja überall schon aufgrund der Signale, die ich eingegeben habe, hier ein neues 52-Wochen-Hoch, das ist auch gleichzeitig ein All-Time-High. Das ist eine Geschichte, das hatte ich ja Mittwoch bei NTV erklärt, dass das durchaus interessant sein kann. Aber hier steht es, ich lege es jetzt einzeln drunter, dass man es besser lesen kann. Alphabet, also die erste Zeile, Stochastic Long. Gehen wir mal drauf. Und dann kommt Alphabet. Hier ist die Aktie. Die Bedingung des Signales ist: Zeige es mir an, wenn die Stochastik von unter 20 auf über 20 geht. Und zeige es mir als Short-Signal an, wenn die Stochastik von über 80 auf unter 80 geht. In diesem Fall also ein Long-Signal. Das alleine ist jetzt also kein Grund dafür, dass Sie Ihre Hürde beleihen und dann irgendwie long gehen in Alphabet, aber ich vergleiche das dann mit dem, was ich immer nenne, 5-Punkte-Plan. Ich bekomme also hier ein Kaufsignal. Dann schaue ich, was macht das MACD? Verkürzt auch das Histogramm, auch positiv. Ja, die traditionelle Sichtweise, die dreht vielleicht ein bisschen, aber gibt noch kein Signal. Dann fällt mir auf den ersten Blick auf, wir haben hier ein fettes Doppeltop, aber die Bänder sind hier nochmal aufgegangen, nach oben und nach unten. Und dass der Bewegung entgegengesetzte Band, also das obere, ändert gerade die Richtung. Diese 3 Punkte allein reichen für mich, zu sehen, aha, der Wert hat entweder eine Seitwärtsbewegung oder eine Korrektivbewegung vor sich, die dann durchaus bis zur 20-Tage-Linie führen kann. Und zumindest, dass dieser Impuls, der hier kam, von weiter oben nach unten, dass der erstmal ausgebremst wird. Blutgrätscherei. Das ist der Hintergrund für dieses Signal. Warum ich das haben wollte. Wenn ihr wissen wollt, okay, wie funktioniert denn das? Auf meinem YouTube-Kanal habe ich hier diese sogenannten Playlists. Entweder kann man da drauf gehen oder man guckt sich hier unten die Kategorien an. Da habe ich diese normalen Aktienanalysen, Allgemeines. Da geht es gleich darum: Indexanalysen, deutsche Märkte, Indexanalysen, US-Märkte. Ich gehe also hier auf Allgemeines. Und da ist das ein Ausschnitt des letzten Webinars, was ich mit der Börse Frankfurt gemacht habe. Da ging es um die Slow Stochastic. Die Einstellungen, die Martin und ich vorgenommen haben, sind 10-3-3. Das nur zum Sagen, weil da wird mit Sicherheit die eine andere Frage kommen. Auf jeden Fall hier erkläre ich, wie das Ding in der Praxis funktioniert. Ich bin super happy, dass es das gibt. Wir können ja mal schauen, was da sonst noch so schaut. Wir können ja mal gucken, was es sonst noch so gibt. Hier zum Beispiel, wo haben wir denn was? Stochastic Short, General Electric Company, das ist ein Short-Signal. Dann haben wir, einfach mal durchrattern. Ja gut, also Gary Weber, sorry, so ein Wert, der um die 40 Cent steht, würde ich nicht mehr irgendwie technisch begründen wollen. Also da gucke ich gar nicht drauf. Software AG, haben wir ein Long-Signal, gucken wir mal rein. Hier ist es auch so, wir haben jetzt hier so eine Art Dreifachboden. Ja, den könnte man auch hier nochmal runterziehen über so eine kleine Linie. Hier kommt auch ein Signal,
MACD erfüllt nur bedingt die Bedingungen, die ich vorgegeben habe, die für mich long sind, also steigt leicht, aber jetzt nicht so besonders viel. Aber zumindest ist es auch einmal eine Unterstützung hier. Und auch hier würde mir das rausfallen. Jetzt müsst ihr insgesamt Folgendes wissen. Wenn jetzt der Wert, sagen wir mal auf diesem Niveau, ich hole es mal ein bisschen näher ran, hier oben eröffnen würde, ja, also diese Kerze denken wir uns jetzt mal weg, der fängt hier oben an, kommt das Signal schon morgens um 9 Uhr, 9.05 Uhr. Jetzt ist aber der Tag rum und ich sage ja immer, die Betrachtungszeiteinheit, die ich nehme, da muss die Kerze abgeschlossen sein. Ich persönlich benutze diese Signale hier mehr über den Tageshandel, also über den Handel über den Tag hinaus, 4, 5 bis 10 Handelstage. Das kann man sich aber genauso auch anzeigen lassen im Stundenmodus, Halbstundenmodus. Also wenn er morgens hier oben anfangen würde, wäre das wahrscheinlich schon bei 21, 22. Trotzdem muss man natürlich warten, bis dieser Tag fertig ist, bis die Kerze fertig ist. Ja, weil es kann natürlich sein, dass die dann auch nochmal heftiger runterging. Also wäre die jetzt bis hier runtergegangen, würde dieses Signal gar keinen Bestand mehr haben. Es weist nur darauf hin und sagt, pass auf, da passiert was und macht mich damit, sag mal, wachsamer für diesen Wert. In diesem Fall wäre das dann zum Beispiel hier eine K.O.-Option, die ich mir unten drunter suchen würde. Beispielsweise, es wäre ein sehr angenehmes CRV. Also ich bin sehr, sehr froh, dass diese Signale jetzt hier drin sind. Für mich ist das eine Riesenhilfe, außer sie sind zum Beispiel 52 Wochen hoch. Hier ist Pantherflix, gut, ist jetzt auch nicht so ein großer Wert. Ich weiß jetzt nicht, was die als Marktkapitalisierung haben. Muss man ein bisschen aufpassen. Aber für mich ist das eine, gucken wir mal hier, Philips. Ja, gehen wir mal hier rüber. Kommt da raus, da kommen natürlich irgendwie die Nachrichten. Philips auch hier insgesamt eine sehr gute Unterstützung. Jetzt hat der Wert ein bisschen ins Positive gedreht. Wir bekommen hier dieses Signal, es ist positiv, das MACD wird positiv. Also auch bei Philips würde ich sagen, das könnte man probieren. Das ist insgesamt ein positiver Markt, das könnte man probieren. Wir haben am unteren Band auch gehalten, in der Nähe der 200-Tage-Linie. Wenn sich einer mit K.O.s auskennt, also K.O.-Scheinen auskennt, wäre eine Basis, die hier unten drunter liegt, zu suchen. Wäre auch ein sehr schönes CRV. Es soll helfen. Ich glaube, es hilft. Ich bin wahnsinnig froh, dass es drin ist. Ich danke dem Martin König an dieser Stelle sehr und wünsche euch viel Spaß damit. Bye, bye.